Gehen wir erst nach links oder geradeaus? Links, oder? Und da ist auch eins. Ich geh mal mit. Noch keine Aktivitäten festgestellt. Ja, aber Hunde, die bellen. Warum bellen die? Weil jemand in der Nähe ist, ne? Ich glaube ja. Ja. Da schießt jemand auf Hunde. Dürfte ziemlich nah hinter dem Wald sein. Ich glaube, bisschen rechts, ne, vom Wald. Ja. Ach, easy. Ah, Pferd. Da ist mir da ein Pferd vorbeigelaufen. Also rechts ist auf jeden Fall, da hat gerade ein Pferd gehüü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 
komme zu dir. Ja. Der nächste wäre so ein bisschen geradeaus. Geradeaus, leichte Rechttendenz. Warum haben wir immer so ein Glück und sind weg von anderen Spielern? Oder Pech, je nachdem, wie man sehen möchte. Ich glaube, wir waren relativ nah an anderen Spielern vorhin. Ja, wir schaffen es aber immer, aus dem Zielfernrohr rauszubleiben von anderen. Achtung, Hühner. Und ganz nah höre ich einen Zombie. Ja, die ist bei den Hühnern. Hinterm Baum. Wir kriegen gleich so aufs Maul. Das Pferd ist tot, ne? Ja, das ist tot. Das haben wir nicht umgebracht. Nein, aber manchmal sind die auch einfach so tot. Was war das? Eine alte Hexe. Spieler? Nee, ich glaube, so lässig kriege ich keinen Spieler down. Wäre schön, aber... Oh moin, das ist laut. Oh, ich hab mich dafür entschieden. Genau vor uns sind halt Spieler, ne? Das kann gut sein, weil da ist auch irgendwo der Boss, glaube ich. Zumindest sind da noch zwei weitere Hinweise. Oh, warte mal kurz. Bei dir in der Nähe ist ein Zombie. Mhm. Boah, da hinten sind ganz viele. Also, zwei. Oh. Da kommt noch einer. Hunde, die bellen hinter uns. Hinter uns. Mhm. Hm. Wo ist denn der nächste Hinweis? Da rechts ist der nächste. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendeiner uns bestimmt am Beobachten ist. Ja, das ist genau wie in Daisy auch. Und uns sowas von wegshootet. Kamikaze. Wow. Hm? Da sind viele Zombies. Oh, und ich treffe wie ein Held. Okay. Nachladen, ne? Klimp. Klimp. Dauert 800 Jahre. Ja, ist eine Zombie-Tante. Oh, nö. Oh, das sind zwei von denen. Treffe ich die aus der Ferne? Oh. Gott. Doch mal versuchen. Na, du hast es ja gut. Ich hasse die Alten mit ihren komischen Insektenschwarm, die die aussondern. Was ist da neben uns? Das ist Wasserviech. Okay. Okay. Also wenn ich so treffe, wenn der erste Spieler kommt, stehen wir gut da. Aber wahrscheinlich bin ich dann komplett auf Panik und treffe gar nichts. Was? Ah, Munition. In dem Turmgebäude ist der nächste Hinweis. Soll ich die alte da mal, oder was ist denn das für ein Viech? Ich glaube, das Viech ist mit Nahkampf besser. Ah. Ich glaube aber eher mit Schlagring, den habe ich aber nicht. Oder wir umgehen ihn einfach. Ja, komm, gehen wir lieber. Der hat mir das letzte Mal in der letzten Runde so viel Damage reingehauen. Ruu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 
Was denn? Weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Glaub nicht. Mäuse schreien die auf, wenn sie einen sehen. Ich höre irgendwas Großes, glaube ich. Was höre ich denn? Hörst du es auch? Ja. Ja, da unten sind 3 Viecher. 4. Große. Große? Kennen wir die schon? Großen? Ja. Weiß nicht. Und irgendwelche Würmer auf dem Boden. Ja. Ja, da gehen wir schon mal nicht hin. Der Hinweis ist unter uns. Wir müssen zu denen hin. Super. Okay, da liegt Geld. Hi. Oh Gott, das ist ein Fehler, da runter zu gehen, oder? Ja. Sehr gut. Ja, von hier oben könnten wir sie halt noch safe erledigen, ne? Von unten nicht mehr. Da steht halt direkt einer. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt erledigen müssen. Vielleicht können wir uns auch so hinschleichen, ne? Dass wir nicht in Gefahr sind. Oder wir machen mal richtig laut Boom, Boom, Boom. Ja, komm. Boom, Boom, Boom. Ja, komm. Boom, Boom, Boom. Ich glaube, wir haben's schon. Oh! Ja, da, der kommt hoch. Was? Oh. Alter! Den hast du aus dem Leben verbannt! So, der andere ist auch tot. Da kommt was! Hilfe! Oh, danke. Wenn du V drückst, machst du Nahkampf, während du die Waffe in der Hand hast. Wenn ich V drück? Mhm. Ah, okay. Wusste ich nicht. Ist mir auch gerade eben wieder eingefallen. Okay, ich hol den Hinweis. Nummer 2. Vielleicht lade ich nochmal nach. Ich kann nicht mehr nachladen. Gibt's irgendwo Munition für mich? Ist das vielleicht Muni für dich? Da auf der... Weiß ich nicht. Nein. Oh, dann hat sie echt wenig Schuss. Aber das erklärt auch die Stärke, die sie hat. Wo ist denn der letzte? Ich habe ja noch die andere. Hier ist der nächste Hinweis. Macht das Sinn? Oh ja. Nee, macht nicht Sinn. Der letzte müsste eigentlich in die Richtung irgendwo sein. Ah, gehen wir trotzdem mal dahin. Ich habe lang keine anderen Spieler mehr gehört. Ja. Weil ich sind mal schon wieder allein. Wie jede Runde. Was ist denn das? Was ist das? Totem. Um Eigenschaften zu erhalten, Windhund. Jo. Mach du mal. Hast du? Ja. Ah, dann mach ich auch. Hm. Was sind wir jetzt? Windhunde. Windhunde, wir sind jetzt, was weiß ich. Was sind wir? Windhunde. Bam, in dein Gesicht. Du hässliche Rockfress. Ja, genau, ist mal ein bisschen mutiger. Ich muss halt auch mal nach Munition suchen jetzt hier. Aber... Was denn? Ist das ein Grafikfehler? Da hinten flackert was. Das gefällt mir nicht. Wenn ich da hin und her laufe, wackelt da hinten eben Wald irgendwas. Okay. Okay. Aber Hauptsache erstmal hinrennen. Vor allem, wenn ich die Sicht anmache, die extra Sicht, dann leuchtet das noch viel stärker. Ich glaube, das soll wohl leuchten. Ich sehe gar nichts. Ach. Hast du geschossen? Ja, 2 Zombies. Also ich sehe so eine Art Feuerschein als ja, mal. Genau, gell? Genau. So nur... Oh, Jesus. Und es ist aber genau da, wo es auch schießt. Also ich wäre mal vorsichtig. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal hier hoch. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendwas von der Ferne
Mach das mal. Mit scharfen Shoots. Ich suche noch ein bisschen Munition irgendwo. Munition ist halt rar. Komm ich halt mit. Oh! Dreckszombie! Was hast du? Ah. Oh! Schrottschnabel wird verbrannt. Und zwar genau da hinten, wo wir schon gedacht haben. Mhm. Was machen wir? Was willst du machen? Wir können uns ranpirschen, aber... Gehen wir hin und crashen die Party. Könnt's versuchen halt, ne? Versuchen wir's. Ja. Bam, 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 badam. Wo ist es genau? Oh, ist schon ziemlich weit weg, ne? Ja, aber wir sollten halt trotzdem nicht so, also so ein bisschen in der Deckung bleiben, oder? Ja, ich wäre so Waldrichtung gelaufen. Wo siehst du, wie weit es weg ist? Ungefähr, wo der Nebel halt ist, ne? Aua. Also, wo die Schwarte reinkracht. Das sieht aus, als wäre das ziemlich weit weg, ne? Ich weiß nicht, hinter diesem Haus da, glaube ich. Oh ja. Hinter dem See wahrscheinlich, gell? Achtung, da unten sitzen auch Raben, gell? Wo? Am nächsten Haus. Ah. Auf so einem Holzding. Mhm. Das müsste ja eigentlich in einem Haus mit dem roten Dach sein, ne? Möglich. Hey. Stimmt, oder? Noch weiter hinten. Hm. Was brennt denn da hinten? Ah, ist ein Zombie. Der von sich aus brennt, okay. Bau, 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 bau. Wir kriegen gleich so fett auf die Fresse. Wir sind aber eigentlich auch fast schon unten drunter, ne? Ich würde mal jetzt langsam machen. Das müsste das große Haus da hinten sein. Achtung, ich schieße. Was war das? Okay, das ist kein normaler Zombie. Oh, aber es sieht uns nicht. Okay, vielleicht ignorieren wir ihn auch einfach. Brennende Zombies explodieren, wenn du sie anschießt. Pfff, von mir erfährst du es zuerst. Hm. Ah. Okay, beide haben ihre Trophäe. Was tun wir? Ich weiß es nicht. Ich kann erstmal zu dir kommen. Sind genau hinter dem Schuppen da mit dem roten Dach. Ist dir sicher? Da schlagen die Blitze ein. Und zwar ziemlich heftig. Ah ja. Aber waren es nicht zwei Stellen mit Blitzen irgendwann? Nee, ne? Doch. Da beide das eingesammelt haben. Ah, die werden nach oben gehen. Direkt am Ausgang. Die sind direkt am Ausgang. Sollen wir sie ziehen lassen? Warum? Weil die direkt zum Ausgang rennen werden. Und ich glaube, wir kommen da nicht rechtzeitig hin. Naja, okay. Genau da hinten ist ein Ausgang. Die sind eigentlich schon quasi dort. Zombie!
Aber wir können es probieren, ja, wenn du willst, aber... Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, weil die sind direkt in die Richtung gelaufen, sind schon Zombie. Ziemlich weit weg. Oh. Wir könnten natürlich einfach den anderen Boss killen, wie wär's? Können wir auch versuchen, ich weiß halt nicht, ob noch Spieler da sind. Das weiß ich auch nicht. Da ist irgendwas. Hunde. Mit Schießen oder ohne? Der backt. Der ist schon mal tot, okay. War da noch einer? Die sind, glaube ich, nie alleine. Aber ich höre keinen mehr. Doch, ich höre noch einen hinter dem Häuschen. Ja. Läufst drauf zu. Schüsse. Von da? Von rechts von uns. Rechts? Ich dachte. Rechts hinter uns. Das müsste da sein, wo die gerade versuchen abzuhauen. Dann hat die versucht, jemand aufzuhalten. Kann auch sein. Ups. Renn, renn. Aha. Oh, extrahiert. Das hat geklappt. Und die haben noch einen extrahiert. Das waren aber doch die beiden, die es eben schon gemacht haben, oder? Vielleicht haben sie das... Oh je. Was war das? Und? Oh Gott. Oh Gott. Blutung stoppen, Blutung stoppen, Blutung stoppen. Hast du Hilfe? Nee, alles gut. Also meine Hoffnung liegt jetzt ein... Achtung, da ist noch einer. Da ist ein ganzes Rudel. Dann gehen wir mal schnell weg jetzt. Ja, ich glaube gegen 6 Stück auf einmal wird's schwierig. Hier ist nächste, Geheimnis. Meine Hoffnung liegt jetzt einfach mal darin, dass das vorletzte Überlebensteam versucht hat, die Trophäe sich zu schnappen. Die haben den gekillt. Und, sind danach abgehauen. Weil dann wären wir tatsächlich alleine. Sehen wir das nicht, wenn die abgehauen sind? Doch, extrahiert. Das heißt, die sind auf jeden Fall abgehauen. Wir wissen aber nicht, ob die einfach nur fliehen konnten oder ob die sich gegenseitig abgeballert haben. Das heißt, es könnte noch ein anderes Team da sein. Es könnte auch sein, dass wir alleine sind. Ich gehe mal kurz ins Haus rein. Ich habe fast keine Muni mehr. Und ich sehe gerade, dass meine Pistolenmuni und meine Flintenmuni dasselbe sind. Ah, hier kann ich auffüllen. Ah, ich glaube, die kann man generell... Oh ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, was habe ich denn jetzt aufgefüllt? Ich habe 8 von nicht irgendwas. Die Geile. Das ist dann wahrscheinlich der Nachteil von der Waffe. Die macht zwar ordentlich Rabauts und Damage. Drücke F zum Interagieren, will ich's wissen. Was denn? Weiß nicht. Ah, die Lampe hier unten. Ach so, ja. Gibt's hier noch eine Kiste? Ich schau gerade. Ja, hier ist nochmal Spezialmunition. Eine. Das kann ich. Ja, jetzt wird's creep. Damit kann ich nicht interagieren zum Beispiel. Hörst mit der Spezialmunition, ja. Was ist das? Das Klavier hier neben dran. Ja, warum spielt es? Also ich habe das zwar gerade eben angeklickt, aber das hat dann erst irgendwie 10 Sekunden danach angefangen zu spielen. Kann das auch wieder aufhören, bitte? Ich glaube nicht, wir sollten gehen, oder? Ja. Ja, wir gehen. Okay, wir haben nur noch 20 Minuten Zeit. Also versuchen wir den schlechter, oder? Ja. Achtung. Bin aber eingesperrt, oder? Ja, aber die machen Lärm. Wo müsste man hin? Tendenz rechts. Ah,
Ach, spielen wir einfach so, als wären wir alleine. Oh je. Ist doch bestimmt nichts Gefährliches mehr hier, oder? Easy. Ganz allein auf dem Server. Schade. Kein Spieler, der uns töten könnte. Wenn wir überhaupt den Boss schaffen, das würde mich nicht wundern, wenn der uns selbst Probleme macht. Ich bin Ninja, der 18 Mal daneben geschlagen hat. Ein bisschen... Ah, Zombie. Ein bisschen Muni sparen. Wir werden noch einiges brauchen für den Boss. Ah. Ah Gott. Was denn? Ist da kein Insektenschwarm auf uns zugeflogen? Nee, die ist gestorben einfach, hä? Die Alte. Hast du was gemacht? Nein, nur hingeguckt. Du und dein tödlicher Blick, ne? Okay. Hä? Wieso haben wir jetzt 3 Hinweise? Hm? Ah. Weil wir schon da sind beim Boss. Oh. Hier ist nochmal Muni. Glaub nicht für mich. Ist der da unten? Da hinten jetzt ist er. Jetzt wird's dumm, oder? Jetzt wird's halt, Ich lad nochmal nach. Also wir haben es jetzt hier mit einem Schlechter zu tun, den kenne ich aus dem Tutorial. Der Typ rennt mit einer Axt oder Machete auf uns zu und kann viel mit Feuer machen. Er wird einfach auf dich zustürmen. Und ziemlich viel Schaden machen. Ich weiß aber nicht. Molotow-Cocktail was? Da er selber aus Feuer besteht, weiß ich nicht. Da ist er. Ja gut. Wo ist er denn? Ich glaube, er kommt jetzt gleich um die Ecke. Oder? Lauf da nicht hin. Oh, ich dachte, er kommt in dem Moment. Oh, das wäre so gut gewesen, wäre er gekommen. Ich sehe den halt gar nicht, den alten. Ich auch nicht mehr. Der ist doch oh, guck mal. Unten irgendwo noch. Ja, hier Spezialmuni. Was denn? Aber da ist Feuer. Cool. Hä? Man kommt da nicht durch. Ups. Dafür müssen da durchs Feuer durch. Wo? Stirbst du davon nicht? Da unten ist er, ich sehe ihn. Man fängt halt an zu brennen, aber man kann die Flammen löschen wieder. Hast du ihn getroffen? Nee. Aber ich, also der läuft parallel zu dir irgendwo. Ne, hä? Hier geht's wieder raus. Ne, hier ist doch falsch. E gedrückt halten zum Feuer löschen. Oh je. Hä? E? Oder F, ich weiß was bei dir ist, es steht aber da ganz oh, groß. F. Bevor du stirbst am besten. Gut, dass die Heilung ist. Schnappst du dir. Wo denn? Okay. Ach, hier geht's durch! Ah! Bist du schon tot? Nee, aber er kam gerade um die Ecke, ich hatte Angst. Ich habe hier gerade so ein bisschen Probleme mit Heilung. Warum? Ich weiß es nicht. Was ist denn das Problem schon wieder? Ich glaube, ich kann nicht mich weiter heilen. Nee, dann nicht. Aber wenn dann ja die Heilung, die hier liegt. Hier liegt ja welche, wo du selbst... Ja, da steht, drücke F zum Interagieren. Nein, nebendran. Du bist bei der Lampe. Wenn da steht Gesundheit bereits... Ja, ich bin mir sicher. Ah, ja, dann kann ich wohl nicht mehr bekommen. Dann bist du ja noch voll. Nee. Ja doch, sonst könntest du dich heilen.
Egal. Hab ich dich gerade getroffen? Möglich, aber macht nichts. Ich heile mich einfach nochmal. Ich würde da jetzt mal noch so ein Erstickungsbomben-Dings rein. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das letzte Mal hat es mich ja nur aufgehalten. Ach so. Ja, komm, da hinten ins Eck, oder? Ich muss erstmal nachladen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, ne? Weil wir es doch noch mit irgendwelchen Freaks zu tun haben. Alter, kann das Feuer mal aufhören? Ich glaube nicht. Hab ich noch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Ja gut, aber da wir uns die ganze Zeit einfach wieder verstecken können. Ja, ich hab's schon gesehen. Es geht auch nicht so schnell weg. Er kommt, Achtung. Wo ist denn der? Er ist wieder weggestapft, da kommt er. Ja gut, von mir aus können wir das die ganze Zeit so machen. Ich traue mich nicht da runter zu gehen, weil ich nicht so schnell wieder hochkomme. Lauf! Oh weh! Ja gut, also. Was für ein Trottel! Ja, wo bist du denn? Ah, da hinten. Komm, ich mach einmal Spezialwaffe. Ah! Ich brenne! Nicht gut, mach's aus. Ach ehrlich? Ja, mach mal Spezialwaffe. Tot. Alter, ist die Waffe über. Geh rein. Toll. Ja, das bleibt doch, glaube ich. Ups. Die Erstickungsbomben sind echt kacke. Lass die am besten mal weg. Oh, ich fand die cool. Aber die haben bis jetzt noch nie was gebracht. Außer, dass ich erstickt bin. Also bei dem Krokodil hat es schon ein bisschen Leben weggezogen. Weil ich draufgeschossen habe. Ich glaube nicht, dass beim Krokodil was gemacht hat, oder? Also, ich habe zumindest nichts gesehen. Ich renn mal ein bisschen rum und versuch halt mein Leben aufzufüllen. Geil, wenn jemand kommt. Ja, wer bleibt denn an der Stelle? Die gehen ja alle wieder. Ja, und wenn du die in so einen Zwischenflur wirfst zum Beispiel. Aber es macht ja uns kein Damage. Ja, aber den anderen vielleicht. Nein, guck. Ah, jetzt in dem Moment ist weggegangen. Aber das hat dir doch gestern Damage gemacht. Nee, ich hab nur rumgehustet. Ich hab nur rumgehustet. Wie bekloppt. Ich weiß nicht, ob es was macht, wenn man länger drin bleibt. Das kann natürlich sein. Ich bin genauso neu in dem Spiel wie du. Ich mach mal hier ein Tor auf. Während man hustet, kann man nicht schießen. Also so ging es mir gestern. Ach so. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen auf die Laute achten, bevor doch noch jemand da ist. Nicht, dass wir jetzt hinterrücks auf die Fresse bekommen. Gibt's da verschiedene Ausgänge? Zwei habe ich schon gesehen. Hier ist auf jeden Fall überall Muni. Oh, da komme ich mal rüber. Da unten. Ups. Clear, clear. Und rechts kommen wir direkt zu einem Ausgang. Das Gute ist, wir kriegen ja beide die Trophäe. Das heißt, wir haben beide 5 Sekunden lang die Möglichkeit, Feinde in der Nähe zu sehen. Ja. Also sollte das eigentlich recht safe sein. Wir sind tot. Wir sind tot? Wenn wir uns so sicher sind, sterben wir bestimmt. Quatsch. Oder wir hatten echt wenig Gegnerteams diesmal.
Ich habe halt echt das Gefühl, die ballern sich am Anfang alle gegenseitig nieder. Ja. Bis irgendwie noch dann so. Dann hat's ein Team leicht. Ja, genau. Das sind wir. Ja, wir holen uns jedes Mal die Reste bis jetzt. Aber wir müssen zum Ausgang ein bisschen laufen. Aber wobei, welchen nehmen wir, den rechts? Ja, den rechts, der ist der nächste. Sind da Schritte bei uns? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, wir müssen in diese Richtung hier. Hallo? Ist hier ein Gegner? Komm. Okay. Schnappen. Hast du? Ja. Ich verwende mal meine Sicht. Außenrum scheint es leer zu sein. Ich habe noch 4 Sekunden. Warum ist da jetzt ein Dings blau und einer weiß? Einer ein du, Strich? Einer ich. Ah. Will ich richtig, ja. Aller wir noch alles nieder. Zombie-Bus, ne? Oh. 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 Alles klar, danke. Der Profischütze, Alter. Super. Oh, hier ist das ein Gegner in der Nähe. Das war ich. Ah. Weil. Sicht aktiviert. Da ist nochmal Muni. Sichert's. Achtung. Das kommt aber von überall, gell? Ach, läuft noch, oder? Ich muss kurz nachfüllen. Alter, ist hier viel Munition. Was sind hier? Und alles voll Heilung. Was ist denn hier? Okay, weiter, 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 weiter. Ich guck mal kurz um uns. Ne, keine Gegner. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, wir haben noch 7 Minuten. Also schaffen wir locker. Wo siehst du das immer? In der Map oben. Also Tab und dann oben. Wir sind die coolsten, wie wir grooven. Yeah. Huch. Explosion! Okay. Sind das gelbe Explosionsfässer oder was? Die gelben und die roten. Einmal draufgeschossen, gibt's irgendwann. Ich verwende mal meine Zeit zum Schluss nochmal. Ich glaube, da ist ein Krokodil. Oh, da war es ein bisschen schneller als ich. Achtung, da kommt Next. Ey. Es gibt XP für die Waffe. Boah, da hinten. Pass mal auf. Warte. Ja. Warte. Das sind aber auch echt Fette auf dem Weg zu uns, gell? Also. Sind es? Ja, also mit dem Rücken zu uns, hinter diesem Durchgang, vor dem wir jetzt stehen. Links. Oh, was ist das? Hier liegt eine andere Waffe. Aber ich bleib bei meiner. Oh ne, die Dicken gefallen mir nicht. Ist genau. Ja, hopp dann irgendwie drumrum und weiter. Okay, rennen wir einfach. Oh, Jesus. Haben wir verkackt, oder? Hier ist das Boot. Hier sind noch 2 Zombies. Ja, es geht trotzdem aufs Maul jetzt. Der Dicke ist. Ah, ne. Ah. Drück mal da drauf. Ah, mach das mal geht, schon. Das geht automatisch. Muss man nichts drücken. Nee, nur in die Nähe. Muss man es jetzt nur verteidigen, falls der Dicke kommt. Die 15 Sekunden. Dim. 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 Easy! Ah! Easy! Gute Runde. Und ich hab irgendeinen voll auf die Nase. Töte 150 Monster durch Kopfschüsse. Sheesh! Wir haben zwar schon wieder keinen einzigen Spieler gesehen. Die ballern sich alle gegenseitig über den Haufen.